Du fühlst dich gut, du willst was erleben, den Tag genießen, einkaufen gehen, voller Schwung und neuer Ideen. Einkaufszentrum Hamburger Straße. Großes Pilhuhn Kinderfestival vom 30. März bis 8. April. Wir sind der Pilhuhn. Happy Birthday. Kennt ihr doch alle, ja? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Pilhuhn. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Und intakt! Happy birthday! Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Pilhuhn. Happy birthday to you. Pilhuhn, du bist große Klasse, aber weißt du, ich glaube, du bist heute etwas müde. Pilhuhn macht ja immer den ganzen Tag so viel Mist, ihr kennt das ja. Wenn die aufwacht, hat die nur Mist im Sinn und wenn sie einschläft, hat sie immer noch Mist und Unsinn im Kopf. Hey! Sag mal Nadine, wie alt bist du denn? 5 und du hast das Bild ganz alleine gemalt? Das ist ja ein tolles Foto da unten, das sieht ja aus wie fotografiert, hä? Ganz prima hast du das gemacht. Mickey Mouse feiert in diesem Jahr 60. Geburtstag und auch ein Hamburger Kollege hat ein Jubelfest, denn Pilhuhn wird in diesen Tagen 20 Jahre alt. Das Küken aus dem Ei ist damit also schon längst volljährig, doch noch immer ist der kleine Kerl bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Für eine Woche liegt das Einkaufszentrum Hamburger Straße im Kükenfieber, Brigitte Neumann berichtet.
Pilhun, das Gelbe vom Ei und die deutsche Comicfigur wird 20 und das wenige Tage nach Ostern. Der Vater des komischen Huhns, Clemens Kraus, hat aus dem Tier ein ganzes Unternehmen gemacht, Interpil Media. Eine schlaue Marketingidee, verkauft wird alles, T-Shirts, Platten, Kassetten und Pilhun-Poolpartys. Denn das eirige Huhn kann auch schwimmen. Tja, mit 20 muss auch ein Huhn den Widrigkeiten des Lebens mutigen Auges entgegensehen. Und Pilhun wird auch diese Prüfung bestehen. Studio begrüße ich jetzt zunächst einmal einen kleinen Plüsch, Pilhun, und den Vater von Pilhun, Clemens Kraus. Ohne Plüsch. Ohne Plüsch, genau. Herr Kraus, nun sagen Sie mal, wie kommt man auf die Idee, so einen Küken zu zeichnen? Es ist das Ergebnis einer schlaflosen Nacht. Erst gab es dieses Wort, was absolut Nonsens ist. Ja. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie mag so eine Figur aussehen, ein Pilhun. Es gab verschiedene Zeichnungen, unsere Freunde, Freundeskreis. Und dieses Wesen wurde schließlich demokratisch als offizielles Pilhun dann gewählt. Das war eine Zeichnung von mir und seitdem gibt es Bild und Ton sozusagen, Bild und Namen. Ja, also ich habe ja immer gedacht, es wäre ein Huhn. Also ist es gar kein Huhn in Wirklichkeit, oder doch? Also es war mal ein Huhn, das gibt das berühmte Ei, wo das Pilhun oben rausguckt. Und es musste irgendwann mal raufen können und Zeitungen lesen und dann mussten ihm Arme wachsen. Also inzwischen ist es eher ist jetzt so alles dran, was so ein Pilhun so alles braucht. Ein kleines Wesen geworden, ja. Was hat Pilhun denn für Freunde? Für alle Leute, die Pilhun noch nicht so kennen, müssen wir vielleicht ein bisschen was über ihn erzählen, über seinen Charakter und so. Die alten Pilhun-Freunde, wie gesagt, 20 Jahre, die alten Pilhun-Freunde kennen Pilhun aus der Hör zu. Da war es 10 Jahre insgesamt drin und die neuen Pilhun-Freunde wollen wir jetzt finden. Wir durch Strips und vor allen Dingen auch durch eine große Geburtstagsfeier, die Werbegemeinschaft in der Hamburger Straße für Pilhun organisiert hat. Wir haben dort alle möglichen Attraktionen aufgebaut. Wir haben es ja eben schon im Beitrag gesehen, da kann man sich dann alles ansehen. Und dann gibt es ja die Pilhun-Hefte und Pilhun-Kissen. Also es ist alles total verpillt, wie Sie mir eben schon gesagt haben. Was heißt denn verpillt nun überhaupt? Es ist eine eigene Sprache. Pilhun sagt natürlich nicht Polizei, sondern Pilizei, sagt nicht Helikopter, sondern Pilikopter. Ja. Also es ist eine eigene Sprache. Ich hoffe sehr, dass ich das hier irgendwann mal durchsetzen kann. Ja, was ist denn Pilhun eigentlich für ein Charakter? Ist das ein netter oder ein frecher Pilhun ist ein ganz süßer Lieber und das ist eigentlich schrecklich, weil für süße Liebe kann man gar nicht so viele tolle Pointen schreiben. Wir mussten ihm also so eine Stinkschote zur Seite geben. Das ist Knalli Knallhuhn, ein etwas abgewandeltes Pilhuhn mit einer blassgrünen Gesichtsfarbe und einer ätzenden Bewegung und Sprüchen. Und dann hat er einen trotteligen lieben Bär als Freund, das ist Popsi, und ein etwas merkwürdiger Diener, der Knalli zur Seite steht. Mhm. Das ist so die Familie inzwischen geworden, damit so ein bisschen auch passieren kann in den Comicheften und in den Strips. Also Pilhun musste eine Familie bekommen. Ich weiß nicht. Ostern ist ja eigentlich nun glorreich seit gestern vorbei und wir reden schon wieder von einem Ei. Und zwar von dem Ei, aus dem vor 20 Jahren eine Comicfigur schlüpfte, nämlich das Pilhun. Dieses Ei wurde nicht von einer Henne ausgebrütet, sondern es war ein Mann, der dieses Ei erfand. Und den begrüße ich hier. Guten Morgen, Clemens Kraus. Da haben wir unser Pilhun in Großformat und seinen Erschaffer, Erzeichner, wie nennt man der das? Papa. Der Papa. Der Papa des Pilhuns, Clemens Kraus. Guten Morgen. Wie kamen Sie vor ungefähr 20 Jahren, wahrscheinlich vor etwas längerer Zeit, auf diese Figur, das Pilhun? Es ist eine so saudove Geschichte, eigentlich mache ich die gar nicht erzählen, weil jeder sagt, das ist ja ganz toll, aber wie war es denn nun wirklich? Also es war so, es gab zuerst das Wort, es gibt ja die alte Frage, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Beim Pilhun weiß ich es nun ganz genau. Auch Gaspetti, ne? Toll, guck mal hier, was das Pilhun dir mitgebracht hat. Kommt ihr zurecht, ja? Guck mal, ist das nicht toll? Eigene Lollis. Haben wir noch kleine Kinder, die unserem Pilhun mal guten Tag sagen möchten? Ah, es geht hier einfach mal mit der Begleitung hier so mal rauf und runter. Hier auch nochmal. Geile
Also eins möchte ich dir uns sogar bitten, wenn ich mit einer Einzelaufstellung bekannt gebe, immer nach oben zu rufen. Happy Memory! Nach oben! Ist das ein Spiel? Ja, nein. Ja, genau. Ja, so. Wem soll man hier machen? Wir jetzt zwei. Genau. Und dann dahin. Genau. So, kurz achten. Ja, und jetzt spielen. Ja, so muss ich festhalten. So, komm her, Pillow. So. So, die Kamera auch. Ja, du hast die ganz feste Füße drauf gehalten. Sehr gut, sehr gut. Erstmal hier. Zurück. Das Fahrrad wurde übrigens von der Firma Griefen. Es ging nicht um Meisterschaft oder Pokalehren. Aber trotzdem war es ein Fußballspiel von überragender Bedeutung. Achten Sie jetzt, liebe Zuschauer, besonders bitte auf den übergewichtigen Spieler mit der Nummer 10. Die Sat.1-Elf, in diesem Jahr noch ungeschlagen, spielte für die Aktion Sorgenkind bei einem Turnier vor den Toren Hamburgs. Und da kamen sie, die Dribbelartisten und Lieblinge der Nation. Alle schlank und austrainiert wie Nationalspieler. Ungezählte Zuschauer waren Zeugen des Spielrausches der Sat.1-Mannschaft. Besonders der elegante Laufstil der Nummer 10, die perfekte Ballbehandlung, ein direkter Nachfolger der Herren. Nach erfolgreichem Auftakt gibt es heute in Mölln die große Osteraktion von RSA. Mittendrin ist mein Kollege Peter Wüst. Und hier ist der Waldsportplatz in Mölln. Seit Stunden läuft dort die RSH LN Ostereieraktion. Gesucht wird die längste Ostereierkette der Welt. Seit ein paar Stunden schon liefern Vereine, Firmen, Wohngemeinschaften, Schleswig-Holsteiner und Hamburger ihre bunten Ostereierketten ab. Noch wird gezählt und vermessen. Am späten Nachmittag dann soll die Mühe belohnt werden. Wer gewonnen hat, erfahren Sie hier auf RSH. Aus Mölln, Peter Wüst, RSH. Carsten Köthe hat sich weiterhin in Mölln unter die Hasen begeben und davon wird er uns jetzt künden. Das will ich sagen. Hier ist immer noch Mölln, hier ist schon wieder Mölln, möchte ich fast meinen. Und der Andrang auf dem Festgelände am Waldsportplatz, er wird immer größer. Die Menschen drängen sich durch die Budenstadt und im Festzelt wird zurzeit die dritte Runde eröffnet. Heute Morgen gab es eine Andacht im Festzelt, danach ein Frühschoppen mit, ich will sagen, zünftiger Blasmusik, lustig, Summer und Fidel. Und jetzt toben und spielen dort die Kinder, mittendrin das Pillhuhn und alle Preise, ob es nun T-Shirts sind oder Kassetten oder Kalender, ach was weiß ich, natürlich alle haben mit dem Pillhuhn zu tun. Und zu tun hat vor allem auch Charlotte Linke, unsere Mitarbeiterin, denn sie muss auf dem Sportplatz die Eier an den Ostereierketten zählen. Sicherlich der undankbarste Job hier, denn auch wirklich die Kette mit den meisten Eiern soll ja dann den Abend mit den Eiermännern, nicht Schröder und Schröder, sondern Klaus und Klaus gehen. Danke, danke. Ja, nicht schon gut. Und noch eine Riesenbitte, ganz mal ernster, liebe Autofahrer, folgt bitte den Wegweisern. Lasst das gute Stück irgendwo stehen und nutzt um Himmels Willen den Park-and-Ride-Service, denn hier ist auf vier Rädern absolut, absolut nichts mehr zu wollen. Eins noch zu guter Letzt, mir ist zügig bubbelig im Magen. Es mag daran liegen, dass ich gerade meinen 18. Osterhasen verknallt habe. Nach 18 Dingern werden die Dinger leicht eklig, aber gibt sich vielleicht wieder. Live aus Mölln, Carsten Köthe für Schröder und Schröder und für RSH. Verlier den Appetit nicht. Ja. Ja, und in Mölln geht's auch nicht nur so ganz um die Ostereier, denn dort wird auch Geburtstag gefeiert. Bei uns in Mölln beim großen Osterfest auch Clemens Kraus, der Erfinder des Pillhuhns. Und Pillhuhn wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Clemens Kraus, wie ist denn mal diese Idee entstanden, das Pillhuhn zu malen? Das war eine schreckliche, schlaflose Nacht. Zuerst gab es das Wort und später mal diese Figur, die vielleicht so der eine oder andere Hörer kennt, mit den riesigen Eieraugen und dem ewig lachenden Mund. Hat sich denn Pillhuhn im Laufe dieser 20 Jahre mal verändert? Im Charakter, im Aussehen? Ja, die Altfans, die kennen das Pillhuhn vor 20 Jahren noch mit dem langen Hals, gewissermaßen als Huhn. Später erschien dann die Notwendigkeit, Arme zu kriegen, weil Pillhuhn ja in richtigen Strips auftreten musste und dann eben auch so actionmäßig zuschlagen konnte. Jetzt werden vielleicht viele sagen, Pillhuhn, Pillhuhn, Pillhuhn schon mal gehört, aber wo habe ich es noch gesehen? Wo ist das Ding denn aufgetaucht? Also es war am Anfang 10 Jahre lang insgesamt bei der Hör zu, wobei ich erwähnen möchte, 10 Jahre, das war der längste Comic, der je in der Hör zu lief. Selbst der Mackie hatte es im Stück nicht auf 10 Jahre damals gebracht. Und heute sind wir in der Bild am Sonntag, jeden Sonntag in Form eines kleinen Strips. Wer jetzt Geburtstag feiert, macht meist eine Riesenparty, macht Pillhuhn das auch?
Ja klar, und wir möchten an dieser Stelle alle Hörer von RSH einladen, nach Hamburg zu kommen. Am 30. dieses Monats bis zum 8. April läuft im Einkaufszentrum Hamburger Straße eine riesige Pillun-Party, Fete mit Pillun, Puzzle, Torwand, Schießen, Karussell, Onkel Pelle, der Clown, Pillun Live und so weiter und so fort. Also es geht da echt der Bär los. Und der träumt nur von Honigeis. Und in der Schule gibt es viel zu lachen für uns zwei. Die Klassenkameraden.